wir Organisatoren, uns ist natürlich die ganze Zeit langweilig. Ihr könnt das vorstellen, wenn man so ein ganzes Jahr eine Anfrage organisiert, da ist die ganze Zeit Langeweile. Und deshalb lassen wir uns jedes Jahr eine kleine neue Aktion einfallen. Das Hanfblatt kennt ihr ja nun schon ein paar Jahre, aber heute wird es den ersten Hanf Jesus nach 15 Jahren oder sowas wieder geben. Wir haben ein großes Kreuz gemacht, das zeigt, welche alltäglichen Probleme uns das Hanfverbot auferlegt. Und das ist dementsprechend schwer geworden. Wenn ihr ein Interesse daran habt, uns damit zu helfen, das über die ganze Strecke zu transportieren, wenn ihr auch mal der Christus sein wollt, ist mir egal, welchen Geschlechts, habt Spaß damit, findet euch bitte da drüben bei dem Warthäuschen ein. Da ist die Lotte, die zeigt euch das Joinkreuz, gibt es einen schönen Umhang. Ich hoffe, das wird eine lustige Aktion, die viele, viele Fotos bringt. Nicht immer ist die Arbeit für die Legalisierung lustig. Die allermeiste Arbeit für die Legalisierung findet so ein bisschen im Verborgenen statt. Denn es gibt Menschen, die jeden Tag aufstehen und was für die Legalisierung tun. Zum Beispiel haben wir hier in Berlin den Luxus, dass es ein Hanfmuseum gibt. In diesem Hanfmuseum wird auch die Hanfparade organisiert. Ohne das Hanfmuseum wärt ihr alle heute nicht hier. Deshalb einen dicken Applaus bitte für den Chef, den wir nicht haben, nämlich Rolf Eggenhaus. Dankeschön. Nutzt Hanf. Nutzt Hanf ist das Motto der diesjährigen Hanfparade. Nutzt Hanf, weil Hanf nutzt. Hanf nutzt den erzeugenden Bauern. Hanf nutzt einer ökologischen Industrie. Hanf nutzt einer regionalen Kreislaufwirtschaft. Und Hanf nutzt Tausenden, Millionen von Patienten auf dieser ganzen Welt. Hanf nutzt und deshalb nutzt Hanf. Wozu Hanf alles nutzt? Das kann man unter anderem im Hanfmuseum sehen. Eine mittlerweile schon Berliner Institution, die 6 Tage die Woche geöffnet hat und euch eine wunderbare Ausstellung präsentiert, die alles über die alte Kulturpflanze Hanf darstellt. Im Hanfmuseum tauchen natürlich auch immer viele Fragen auf und oft wird mir die Frage gestellt, ob Cannabis denn nicht eine Einstiegsdroge sei. Das Modell, das Einstiegsdrogenmodell hat bestimmt jeder schon mal gehört. Das geht davon aus, dass wenn man mal Cannabis raucht, so begeistert ist vom Rausch im Allgemeinen, dass man dann total neugierig ist auf andere Räusche und dann früher oder später auf harte Drogen umsteigt. Dieses Einstiegsmodell macht viele junge Mütter Sorgen. Das Einstiegsmodell macht viele Lehrer und Lehrerinnen Sorgen. Deshalb werde ich auch so oft gefragt. Nichtsdestotrotz wird das Einstiegsmodell auch an vielen Ecken und Enden wiederholt. Jüngst noch der ehemalige Neuköllner Bürgermeister Buschowski, dem es nicht peinlich genug war, von Cannabis als Einstiegsmodell zu sprechen. Die Oberpeinlichkeit bringt das bayerische Gesundheitsministerium, die tatsächlich auf ihrer Homepage zu stehen haben, dass Cannabis ein Einstiegsdroge sei. Ich kann euch sagen, Cannabis ist keine Einstiegsdroge. Und das müsst ihr mir nicht nur glauben, das kann sich jeder ganz einfach nachrechnen. Denn als das Einstiegsmodell entstanden ist, Mitte der 80er Jahre, sind vermeintliche Wissenschaftler in der Weise rangegangen, dass sie Heroinkonsumenten gefragt haben, ob die nicht vielleicht in ihrem Leben schon mal Cannabis geraucht haben. Also, nehmen wir ein Beispiel, 100 Heroin-Konsumenten wurden gefragt, ob sie schon mal Cannabis geraucht haben. Wenn davon jetzt 50, 60 oder 70 Konsumenten gesagt haben, ja, wir haben vorher auch schon mal Cannabis geraucht, dann haben vermeintliche Wissenschaftler und Möchtegern-Experten das so hingestellt, dass 50, 60, 70% der Cannabiskonsumenten werden ja irgendwann auf Heroin umsteigen. Das ist nicht richtig. Die Zeit hat diesen vermeintlichen Experten einfach Besseres gelehrt.
Wir können ja mal ganz kurz zurückrechnen. Das Einstiegsmodell wurde in den 80er Jahren überall propagiert. Leute haben gesagt, 50, 60, 80, ja 90% von Cannabiskonsumenten steigen auf Heroin um. Wir können ja mal zurückrechnen. In der alten BRD in den 80er Jahren gab es etwa 60 Millionen Einwohner. 60 Millionen Einwohner, geschätzte 5% Cannabiskonsumenten, während in den 80er Jahren der alten Bundesrepublik 1,2 Millionen Cannabiskonsumenten. Sagen wir 1 Million, um es leichter rechenbar zu machen. Wenn jetzt endlich, nach über 30 Jahren, auch der letzte Kiffer endlich auf Heroin umgestiegen sein sollte, dann müssten wir jetzt 600.000 Heroinkonsumenten haben. Und die sind nicht da. Die gibt es nicht. Weil Cannabis ist keine Einstiegsdroge. Und jeder, der dieses total coole und völlig falsche Argument in den Mund nimmt, macht sich nur lächerlich und peinlich. Wie peinlich und wie unwissenschaftlich das ist, kann man mal an einem anderen Beispiel nehmen. Wenn man jetzt 100 prostatakranke alte Männer fragen würde, ob die in ihrem Leben schon mal einen Schnaps getrunken haben, was denkt ihr, wie hoch die Prozentzahl wäre, die vorher schon mal einen Schnaps getrunken haben? Wenn ich jetzt umgekehrt sagen würde, Schnaps trinken macht Prostatakrebs, wie unwissenschaftlich wäre das? Aber bei Cannabis scheint es möglich zu sein. Und das Allerbeste, nicht nur, dass das Argument total falsch ist, es ist auch doppelt peinlich, weil es wird ja immer gesagt, Cannabis ist so unheimlich gefährlich. Ein bisschen nachgefühlt, was macht Cannabis denn so gefährlich? Dann kommt irgendwann, naja, es ist ja eine Einstiegsdroge. Und es macht halt neugierig auf andere Drogen. Also wenn die Gefahr darin liegt, dass es neugierig auf andere Sachen macht, wie kann ich es dann so verbieten, wie die anderen Sachen, die vermeintlich wirklich gefährlich sind? Es gab die gleiche Diskussion mit Spielkonsolen und Ego-Shootern. Wenn jetzt Jugendliche Ballerspiele machen, dann gehen die doch raus und ballern alle Leute ab. Genauso ein Quatsch wie das Einstiegsmodell bei Cannabis. Nur bei Cannabis scheint es zu funktionieren. Und noch viel schlimmer, bei Cannabis wird es so umgedreht, wenn wir das Beispiel auf Ballerspiele nehmen, dass schon der, der Ballerspiele spielt, so bestraft wird, wie der, der wirklich Menschen umbringt. Bei Cannabis wird genau so gehandelt. Die Gefahr bei Cannabis ist das Einstiegsmodell, das es neugierig als gefährliche Räusche macht. Und trotzdem werde ich dafür genauso unter Umständen sogar noch härter bestraft, als wenn ich Sachen konsumiere, die tatsächlich gefährlich sind. Was für eine doppelte Widersinnigkeit! Und gegen diese Widersprüchlichkeit, gegen diese Widersinnigkeiten steht ihr alle hier! Geht ihr alle heute gemeinsam durch die Stadt, um Berlinern, um allen Zuschauern, um Pressevertretern und vor allem diesen holzköpfigen Provisionisten zu zeigen, dass Cannabis nicht weiter verfolgt werden darf. Und deshalb ist unsere klare Forderung, sofortige ersatzlose Streichung von Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz. Sofortige Befreiung von allen Menschen, die in diesem Zusammenhang festgenommen sind und inhaftiert sind. Und nicht zu vergessen, die Wiedergutmachung der durch die Kriminalisierung entstandenen Schäden. Jeder Tag beraubte Freiheit, jede Stunde Gefängnis muss wieder gut gemacht werden gegen dieses kriminelle Verbot. In diesem Sinne danke ich euch, Lutz, Hans, denn Hans Lutz. Vielen Dank, Rolf Ebbinghaus vom Handmuseum Berlin.